Guten Abend, Herr Starostik. Sie sind Anwalt, haben auch schon, was Bürgerrechte angeht, sehr erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht reüssiert. Herr Starostik hat gegen Elena geklagt und 1983 gegen die damalige Volkszählung. Und es ist uns eine große Ehre, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Heute soll es mal nicht im Vordergrund um die Rechtsverletzung von Menschen gehen, sondern Sie haben gesagt, Sie würden hier gerne als politischer Mensch diskutieren. Deswegen gehen wir ein bisschen auf die abstrakte Ebene und fragen uns, was passiert mit der Lebenswirklichkeit einer ganzen Gruppe von Menschen durch diese politische Sozialgesetzgebung? Ja, also zunächst haben wir ja heute sehr viele anschauliche Beispiele gehört, wie Menschen, wie das Leben von Menschen geregelt wird, so geregelt wird, wie wir uns das eigentlich nicht wünschen. Und das betrachtet man natürlich meistens unter dem Gesichtspunkt, was kann ich dagegen machen? Kann ich dagegen rechtlich was machen? Ist das Gesetz nicht in Ordnung? Oder ist zumindest die Anwendung des Gesetzes nicht in Ordnung? Aber wir haben heute auch schon gehört, dass etwas mehr dahinter steht, nämlich eine bestimmte Struktur. Und ich glaube, das kann man an beiden Gruppen, die ja auch, wie vorhin, glaube ich, Alexander gesagt hat, unerwünscht sind, ja, an beiden Gruppen verfolgen, dass die aus der Normalität des alltäglichen Lebens eines sonstigen Bürgers herausgestoßen werden, indem ihnen bestimmte Lebensstrukturen auferlegt werden, die ansonsten nicht mehr zu unserer Normalität gehören und indem an sie Anforderungen gestellt werden, die auf mich im normalen Leben nicht zukommen. Sprich, ich kann als Bürger in diesem Lande, in dem wir enorme persönliche Freiheiten haben, meine Wohnung selbst wählen, ich kann meinen Job selbst wählen, ich kann darüber bestimmen, ob ich Vollzeit oder Teilzeit arbeiten will. Das alles ist bei einem Flüchtling, der ein Arbeitsverbot hat, der eine Residenzpflicht hat und so weiter, überhaupt nicht möglich. Und es ist eben bei den Hartz-IV-Empfängern auch nicht möglich. Und das finde ich, dass wirklich den Gesichtspunkt, den man sich dabei nochmal ansehen muss, ohne jetzt sich zu ärgern darüber, dass das vielleicht rechtswidrig ist oder auch Schuldzuweisungen zu machen, sondern zu sehen, was passiert mit dem Leben dieser Menschen. Die werden eingeengt, die werden ausgegrenzt aus der Gesellschaft, denen wird gesagt, du musst von Betrag X leben und wenn du drüber verdienst, dann nehmen wir dir davon einen bestimmten Betrag schon wieder weg, denen wird gesagt, unter welchen Wohnverhältnissen sie leben müssen und denen wird sogar gesagt, das habe ich erlebt, um doch auch noch mal einen Fall zu nennen, über den ich mich sehr empört habe, denen wird teilweise gesagt, du darfst deine Schulausbildung nicht zu Ende machen. Ich habe es erlebt, dass einem, dem 16-jährigen Sohn einer Hilfeempfängerin gesagt wurde, wieso gehst du zur Schule, du bist doch arbeitsfähig, warum machst du Abitur, du müsstest doch eigentlich arbeiten. Das wurde dem also allen Ernstes angedroht, er müsste seine Schulausbildung abbrechen und müsste arbeiten gehen, weil ja er als Mitglied der Bedarfsgemeinschaft Hartz IV bezieht. Natürlich ist solch ein Einzelfall rechtswidrig, aber er zeigt, dass dahinter eine Struktur steht, über die man nachdenken muss. Und diese Struktur, die ist angelegt, schon in der Überschrift von Kapitel 1 des zweiten Buches des Sozialgesetzbuches, das SGB II regelt die Leistungen, die wir unter dem Begriff Hartz IV normalerweise kennen. Die Überschrift des Kapitel 1 heißt Fordern und Fördern. Hört sich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht an, nicht? Wenn die vielleicht faul sind oder ein bisschen depressiv sind, dann muss man die doch mal fordern und außerdem fördern wir sie auch. Aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, was damit gemeint ist, mit fordern und fördern, dann ist damit im Grunde genommen gemeint, die sind behandlungsbedürftig. Ja, das ist eine besondere Gruppe von Menschen, denen wir als Staat eine besondere Behandlung zukommen lassen müssen. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt sieht, dann kommt natürlich die Frage, wo sind eigentlich die Freiheitsrechte dieser Menschen? Hat der Staat das Recht, seine Bürger zu erziehen? Ich bin in einer Verfassungstradition groß geworden, in der der Satz des großen Liberalen Mayhofer galt, der Staat hat mich nicht zu bessern. Ich habe Freiheitsrechte und die nehme ich wahr, auch wenn andere Leute meinen, das ist vielleicht unsinnig, was ich tue. Nun wird man nicht sagen können, dass jemand, der Leistungen, die aus Steuermitteln finanziert sind, in Anspruch nimmt, überhaupt keine Anspruchsvoraussetzungen erfüllen muss, dass er die
einfach so kriegt. Jedenfalls so der Gedankengang im SGB II. Und daher kommt dieses System von Fordern und Fördern mit zwei Komponenten, nämlich einmal die persönliche Fähigkeit, das ist, dass man die beruflichen Kompetenzen von Seiten der Verwaltung verändern kann, ihm helfen kann, die zu verbessern oder zu verändern. Das ist die Förderkomponente. Und die Forderkomponente ist, du musst das machen, so wie wir das sagen. Und die andere Seite, die das Gesetz auch sieht, ist nämlich der Arbeitsmarkt. Und da kann er gar nichts für. Der Arbeitsmarkt ist eine Konstante, die völlig außerhalb der Beeinflussungsfähigkeit der Leistungsempfänger steht. Und das ist so, wie wenn das Tor eines Arbeitslagers aufgemacht würde. Wenn der Arbeitsmarkt besser läuft, dann werden wieder Arbeitslose rausgelassen. Und wenn er schlechter läuft, dann haben sie eben Pech gehabt. Und wenn man dieses System sieht, dann muss man sich fragen, ist es die Kosten wert? Ist es die Kosten wert? Ist es auch die Kosten der Rechtsverfolgung wert? Wir haben ja von den Fällen vorhin gehört. Um auch mal so eine Größenordnung zu nennen. Wir haben hier in Berlin das größte deutsche Sozialgericht. Die Hälfte der Richter dort haben mit SGB II-Fällen zu tun. Und das kostet ein wahnsinniges Geld. Und die Frage ist, was bringt das alles? Das ist, da ich das nun auch als Anwalt lange Menschen mit solchen Schicksalen begleitet habe, bin ich auch schon lange zu der Überzeugung gekommen, dass dieses System weder effizient ist, noch dazu dient, die Freiheitsrechte oder die Menschenwürde der Bürger zu befördern und dass deswegen die einzig vernünftige Lösung ist, wirklich zu einem bedingungslosen Grundeinkommen zu kommen und dieses System der Regulierung des Lebensbereiches der Menschen, die im Moment darauf angewiesen sind, durch so etwas aufzuheben. Ich glaube, durch einzelne Verbesserungen kommt man nicht wirklich zu einer grundsätzlichen Änderung der Lage dieser Menschen. Ich würde gern gleich auf das bedingungslose Grundeinkommen kommen. Zuerst noch mal eine Frage zu diesem Beziehungsproblem. Wir haben eine Verfassung, die es dem Bürger erlaubt, auf Augenhöhe mit dem Staat zu sein. Der einzelne Bürger kann gegen den ganzen Staat auch klagen. Wo ist jetzt das Problem innerhalb dieser Beziehung? Ist es Misstrauen? Ist es Verachtung des Staates gegenüber dem Bürger? Ist es doch ein Machtgefälle? Ja, natürlich ist das ein Machtgefälle. Natürlich ist da auch eine Kontrolldichte drin, die es in anderen Bereichen nicht gibt. Deswegen, das habe ich ja versucht damit zu sagen, dass die in eine andere, man kann sagen, Normalitätsklasse gebracht werden. Ja, mit denen passiert dasselbe, was die EU mit Griechenland gemacht wird. Denen wird verordnet, ein ganz bestimmtes Leben zu leben. Das ist unser inneres Griechenland, wo die Leute da reingeschubst werden. Jetzt bin ich etwas von der, wenn Sie die Frage eben nochmal wiederholen konnten. Jetzt es geht getan. Um die Beziehungsebene zwischen Staat und Bürger. Also das eine ist das Machtgefälle und das andere ist aber, deswegen wollte ich das mit der Struktur so rausstellen, wenn man solch eine Struktur schafft, ist es natürlich aus der Struktur heraus gerechtfertigt, Kontrolle zu schaffen. Natürlich kann man nicht einfach Geld so geben, ohne dass man Anspruchsvoraussetzungen festlegt. Es sei denn, man sagt, die Anspruchsvoraussetzung ist bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn man als Anspruchsvoraussetzung sagt, du musst erstens arbeitsfähig sein, zweitens arbeitswillig, drittens dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und so weiter, dann muss man die überprüfen. Und jetzt kommen wir aber zur Frage der Kontrolldichte zurück. Ich habe das mal verglichen mit dem Steuersystem. Bei Steuern ist es ja auch so, da hat der Staat ein berechtigtes Interesse dran, die möglichst effizient zu kassieren. Und wie ist es bei Steuern? Wenn Sie ein Kleinbetrieb sind, dann werden Sie alle 10 Jahre einmal für 3 Jahre geprüft. So, und das sagen Sie mal einem Hartz-IV-Empfänger. Der wird permanent geprüft. Der wird nicht anlasslos überwacht, wie uns das in unserem Alltagsleben passiert, aber der muss sich einzeln nackig machen. Der muss Datenstriptease machen vor seinem Sachbearbeiter, wenn der sagt, zeig mir mal deine Kontoauszüge, zeig mir mal, ob du deine Miete bezahlt hast und so weiter und so fort. Der muss sich ausziehen bis auf die Unterhose und wird kontrolliert von Anfang bis Ende des Leistungsbezuges. Das ist eine ganz andere Kontrolldichte, als wir die sonst im Beziehungsgeflecht Staat-Bürger haben. Und das beruht natürlich darauf, dass man sagt, ansonsten laden wir ja viel zu viele Trittbrettfahrer ein, Sozialbetrüger und was es da alles für Schlagworte gibt. Und das beruht natürlich auf einer gewissen Einschätzung, dass
da ja vielleicht sonst zu viel Anreize geschaffen werden für Leute, die also den anständigen Bürgern, die arbeiten und an den Staat Steuern zahlen, was wegnehmen könnten. Das ist eine politische Einstellung, ja, und aus dieser politischen Einstellung kommt diese Struktur, die ich für völlig unzweckmäßig halte. Die ganz andere Frage ist dann, ob das auch noch alles richtig angewendet wird, was da an Gesetzen geschaffen ist und im Einzelfall vielleicht sogar verfassungswidrig ist, wie wir es bei der Höhe der Regelsätze schon ab und zu mal gesehen haben. Das wäre eben meine Frage. Ist diese Kontrollpraxis, dieses Nackigmachen, ist das legal und ist es, inwiefern ist es legitim? Naja, ob es legal ist, hängt im Einzelfall immer davon ab, ob es verhältnismäßig ist, aber die Verhältnismäßigkeitsgrundsätze sind wegen dieser Struktur ziemlich weit zurückgeschränkt. Und grundsätzlich ist es in der Rechtsprechung anerkannt, dass es unangemeldete Hausbesuche gibt. Es ist anerkannt, dass man seine Kontodaten auflegen muss, dass man seine Kontoauszüge vorlegen muss und also wirklich glaubhaft machen muss, über was für ein Einkommen man verfügt. Ob das legitim ist? Ich würde sagen, wenn man dieses System bejaht, dann ist das auch legitim. Ich stelle die Frage, ist das System noch legitim? Ich sage nein. Und das bedingungslose Grundeinkommen, sagen Sie, wäre ein Weg, um mit einem Schritt quasi wieder in eine Beziehung auf Augenmaß und in mehr Freiheit dieser auch jetzt im Moment Randgruppen, am Rand stehenden Gruppen, um da wieder mehr Freiheit zu schaffen. Es würde auf einen Schlag diese Randgruppe abschaffen und den Menschen die Freiheit geben, ihr Leben wieder so zu gestalten, wie sie das eigentlich wollen. Wenn wir das finanzieren können, warum tun wir es dann nicht? Wer muss daran? Was glauben Sie, was muss passieren? Muss jetzt der Gesetzgeber ran? Der müsste eigentlich ran? Oder eine permanente rechtliche Korrektur der existierenden Praxis? Wie kann der Weg dahin sein? Also die gerichtliche Korrektur ist immer eine Korrektur im Nachhinein. Die kann nicht zu einer kompletten Veränderung eines solchen Systems führen. Ich glaube auch nicht, dass eine Diskussion über die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung zu einer Systemänderung führt. Natürlich kann man das so regeln. Die Frage ist, ob man das so regeln will. Und deswegen ist es eine politische Frage. Und deswegen muss man eine öffentliche Meinung dafür schaffen, die das bejaht. Und wenn die öffentliche Meinung dafür da ist, dann kann man solche Veränderungen auch durchsetzen. Denn das ist ja nicht so, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine Forderung ist, die, sagen wir mal, wie sonst in sozialen Auseinandersetzungen nur eine ganz bestimmte soziale Gruppe fordert. Das haben wir ja vorhin auch gehört. Das ist durchaus zum Beispiel auch im Interesse von Unternehmen. Die kriegten Arbeitskräfte ganz anders, wenn den Leuten schon mal die Sorge genommen ist, dass ihr Existenzminimum nicht gewahrt ist. Ich denke mal, für den Arbeitsmarkt wäre das eine wesentliche Entlastung. Und deswegen ist das wirklich eine Frage, über die man eine breite gesellschaftliche Debatte führen könnte und mit Erfolg führen könnte. Ich bin sicher, sowas ließe sich, wenn man das 5 bis 10 Jahre lang aufs Tapet bringt, ließe sich das durchsetzen. Ich habe schon so viele Veränderungen in diesem Land gesehen, wo ich nie geglaubt hätte, das würde gehen und es geht. Können Sie das nochmal konkretisieren, inwiefern die Unternehmen da bessere Chancen hätten, qualifizierte Menschen zu bekommen? Naja, klar, die Menschen werden noch freier, Jobs anzunehmen, wenn die nicht mehr gezwungen werden, Jobs anzunehmen. Ich habe das selber gesehen. Ich bin ja als Anwalt auch kleiner Unternehmer. Wenn Sie beim Jobcenter nachgefragt haben, haben Sie erstmal die Leute gekriegt, die loswerden wollten. Da haben Sie als Unternehmer gar keine Lust, die zu fragen. Das ist auch ein relativ für den Arbeitgeber teilweise relativ unangenehmes Verfahren und man sucht sich die Leute anders. Aber das Entscheidende ist, wenn jemand sein Existenzminimum gesichert hat, dann kann er sich die Arbeit aussuchen, die er wirklich machen will. Und man kann auch über die Arbeitspreise natürlich anders verhandeln, denn also ein gewisses Grundeinkommen ist ja schon da. Und auch die Angst, einen Job zu verlieren, die steht ja in einem anderen Kontext, denn ich falle nicht ins Bodenlose damit. Ich falle zum Beispiel nicht in diese Hartz-IV-Bürokratie, wenn ich den Job verliere. Und dann kann man als Arbeitnehmer auch viel selbstbewusster am Arbeitsplatz auftreten. Und unsere deutsche Erfahrung ist doch,
dass dass es einer Wirtschaft viel besser geht, wenn die Arbeitskräfte selbstbewusst sind, wenn sie zu ihrer Arbeit positiv stehen, wenn sie qualifiziert sind. Das ist produktiv in so einem Land wie Deutschland und nicht, wenn man lauter Duckmäuser hat und nur auf 1-Euro-Jobs oder 3-Euro-Stundenlohn spekuliert. Das wird dieses Land nicht nach vorne bringen. Und das ist aber genau das, was man mit der jetzigen Struktur schafft. Ja, es führt zu einem anderen Arbeits- und Lebensgefühl. Hier kommt Applaus. Ich möchte gerne auch noch dem Publikum die Möglichkeit geben, hier an diesem sehr spannenden Gespräch teilzunehmen. Wer möchte mit Herrn Starostek in Dialog treten? Ich bin beleidigt, die anderen wurden alle geduzt. Ich heiße Meinhard. Freut mich sehr. Hast du dich schon mal mit dem Schweizer Modell beschäftigt? Denn das Schweizer Modell ist ja so realistisch. Zum einen, weil die Schweizer die Unternehmer mit ins Boot nehmen, mit ihrem Finanzierungsmodell. Und zum anderen sind die Unterschriften, die erforderlich sind, um eine Volksabstimmung durchzuführen, sind da. Das heißt, wir werden demnächst eine Volksabstimmung bekommen in der Schweiz. Also das finde ich klasse und vielleicht ist die Schweiz der Vorreiter da, aber was die Einzelheiten angeht, bin ich kein Experte, muss ich dazu sagen. Ich auch nicht, was das Schweizer Modell angeht. Wir haben auch ein mobiles Mikrofon. Ja, grüezi miteinander. Also ich kann ein bisschen Schweizerdeutsch sprechen, weil ich ja 6 Jahre in Konstanz gelebt habe. Ich kann es kurz erklären, ja? Es ist vorgesehen von der Volksinitiative Schweizer Grundeinkommen 7.500 Franken. Also wir stellen uns vor, ein Arbeitnehmer verdient 7.500 Franken. Davon werden 2.500 Franken Grundeinkommen abgezogen, muss also der Arbeitgeber noch 5.000 Franken bezahlen. Das hat den Vorteil, dass der Arbeitgeber weniger Bruttolohn ausbezahlen muss und die 2.500 Franken in einen Topf, in einen gemeinsamen Topf einbezahlt zur Finanzierung des Schweizer Grundeinkommens. Ein anderer Vorteil ist, nehmen wir an, ein Schweizer verdient 10.000 Franken brutto, das ist dann schon ein leitender Angestellter. Hier werden mehr als 2.500 Franken abgezogen, nämlich immer bis zu 50% des Restbetrages. Also in dem Fall bei 10.000 Franken brutto 3.750 Franken. Und weil das so ist, muss der Arbeitgeber dann einen etwas höheren Subventionsbeitrag in den gemeinsamen Topf einbezahlen und dadurch wird die Einkommensspreizung, die wir auch in der Schweiz in einem ähnlichen Verhältnis haben wie in Deutschland, die wird verändert. Das heißt, momentan haben wir die Einkommensspreizung steigt und durch Grundeinkommen, das Modell, das die Schweiz entwickelt haben, sinkt die Einkommensspreizung, weil der Subventionsanteil der Arbeitgeber, je höher das Bruttoeinkommen ist, das ausbezahlt werden muss, desto höher ist der Subventionsbeitrag. Also bis zu 50% vom auszuzahlenden Betrag. Könnte man sagen, dass das eine Brückentechnologie sein könnte? Oder? Ja, kann sein, aber ich habe wirklich nicht die Sachkompetenz, jetzt über einzelne Modelle zu urteilen. Was ich aufgenommen habe, ist erstmal das Bewusstsein zu verändern innerhalb der Bevölkerung, eine immer größere Befürwortergruppe zu finden, so dass es dann einfach auch partei- bzw. fraktionsübergreifend zu dem Ruck kommen kann. Ja, genau. Man muss die öffentliche Meinung schaffen und überzeugen. Man muss erstmal Mehrheiten in der Überzeugung schaffen, weil das ist ja eine ich würde fast sagen, weltanschauliche Frage, dass man bisher sagt, ohne Arbeit gibt es kein Geld. Das ist ja Faulenzerei, Lauschöpperei und sonst was. Aber es ist in einem reichen Land wie diesem einfach eine Verlagerung der Lebensmöglichkeiten, der Arbeitsmöglichkeiten, indem ich weiß, okay, mein Lebensminimum ist zunächst mal gesichert und ich kann dann entscheiden, wie ich denn mein Leben führe. Genau.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich bis zu diesem Punkt. Wir kommen dann stärker wieder zurück zu einer freiheitlichen Gesellschaft. Vielleicht noch abschließend ein Wort zur Datensammlung und Datenüberwachung, weil das ja auch in dem Zusammenhang stand. Diese ganzen Kontrollmechanismen würden wir dann mit dem bedingungslosen Grundeinkommen einfach aufgeben können. Meinst du, damit ist das Problem gelöst oder muss da doch noch mehr getan werden, um diesen ganzen Datenklau etc. Vorschub zu leisten? Naja, das Problem der immer stärkeren Verdatung und Sammlung von individuellen Daten ist so lange da, solange man solche Leistungssysteme hat. Und es gibt doch die sehr starke Vermutung, dass vieles, was im Gesetz noch vernünftig geregelt ist an Schutz der Daten, auf der praktischen Ebene häufig nicht so gehandhabt wird, gerade bei der Bundesagentur auch. Ja. Wenn man bedingungsloses Grundeinkommen hätte, müsste man nur wissen, gibt es den Menschen noch, ja? Ja? Oder kassieren die Erben nur noch, der ist längst verstorben und die Erben kassieren weiter das bedingungslose Grundeinkommen? Das wäre die eine Möglichkeit zu betrügen, und das andere ist, erfüllt er die Voraussetzung, dass er sich in diesem Lande aufhält, ja? Das sind die zwei Dinge, die man kontrollieren muss. Ich denke mal, das ist ein ganz anderes Kontrollsystem als das, was wir jetzt haben. Und die zu uns geflohenen Menschen, könnte man darin gleich mit einbeziehen? Ich würde sagen, ja, da setzt natürlich wieder eine wahnsinnige Diskussion ein. Okay, dann kommen sie alle, kommt die Armut aus der ganzen Welt, klar. Die Probleme, die wir woanders geschaffen haben, holen uns irgendwann ein. Ich habe dafür keine Lösung. Da muss man drüber nachdenken, wie man das Problem löst, klar. Gut. Also die Hierarchisierung abschaffen. Ich würde hier gerne die Beziehung zum Publikum auch die Hierarchisierung abschaffen und dafür sorgen, dass wir alle gleich unten in einen Dialog treten können. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Meinhard. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass wir jetzt noch das ein oder andere interessante Gespräch unten führen. Dankeschön.